Egal, wo man heutzutage hinreist, ob zu Fuß oder mit der Bahn, früher oder später wird man auf das ein oder andere Graffiti stoßen. Selten ist dieses Gekritzel an den Wänden in irgendeiner Weise besonders poetisch, manchmal vielleicht tiefgründig oder sogar leidenschaftlich, aber wahrscheinlich nicht in der Form von, Zitat, Aitonides ist wunderschön und lässt es sich gerne durch die Hintertür besorgen. So steht es an den Felsen des Berges Hymettus nahe Athen geschrieben und stammt wohl aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Schockiert? Ja, wir haben gerade erst angefangen. Mein Name ist Ella und herzlich willkommen zur Fachkonferenz von Einfach Geschichte. Keine Sorge, dabei handelt es sich nicht um eine trockene akademische Diskussion abstrakter Ideen. Vielmehr ist es ein Symposium der antiken griechischen Art. Ein Treffen, bei dem wir uns über die Leidenschaft der noch eher rauen sexuellen Ideen austauschen. Auch wenn der Wein bei uns heutzutage langsamer läuft, habe ich keinen Zweifel daran, dass wir gemeinsam ein paar besondere Momente erleben werden. Damals kam es schon mal vor, dass ich hinter verschlossenen Türen eine Gruppe Männer zu einem Abend des wilden Zechens traf und dabei aus Krügen trank, die allesamt mit eindeutigen Motiven verziert waren. Auf diesen Tassen und Schüsseln regelten sich die Satyren, Jünger des Dionysos, die halb Mensch und halb Tier waren. Dionysos war nicht nur der Gott des Weines, sondern auch der Gott des rituellen Vergnügens. Die abgebildeten Szenen zeigten riesige, erigierte Penisse, die in jeder erdenklichen Art und Weise sich dem erfreuten, was in der Öffentlichkeit als Tabu galt und dem sich ordentliche Männer nicht hingaben. Selbstbefriedigung, Analsex, Gruppensex und Formen der sexuellen Gewalt. Beobachter vermuten, dass der Grund für diese Versammlungen, bei denen bis auf eine einsame Flötenspielerin nur Männer anwesend waren, das Testen der eigenen Disziplin war. Die Satyren und ihre Verwerfungen sollten die Versuchung darstellen, während die Ansammlung betrunkener und erregter Männer ihrerseits ein Risiko darstellte. In der Tat besaßen die antiken Griechen ein unkontrollierbares Verlangen wie ihr Gott Eros, einem nervtötenden, reizbaren Kind. Nicht mal die Götter waren in der Lage, ihr sexuelles Schicksal zu kontrollieren. Genauso gefährlich konnten die Anweisungen an manchen Stellen der magischen Papyri sein, eine Ansammlung von Zaubersprüchen, Hymnen und Ritualen seit dem 2. Jahrhundert vor Christus. Sie enthielten beispielsweise den tollen Ratschlag, vor dem Sex den Penis mit Wieselkot einzureiben oder mit etwas Falkenkot und einer kleinen Prise Salz und verschiedenen Pflanzenextrakten. Ja, jeder wie er will, aber für mich wäre das jetzt nichts. Auch neben dieser unzüchtigen Versammlung war das antike Griechenland ein Hort der sexuellen Aufladung. Doch auch dort fanden sich Gegner dieses freizügigen Lebensstils. Die Stoiker zum Beispiel waren eine Gruppe von Philosophen, die alles Sexuelle als gefährlich und verderbend betrachteten. Homosexualität war in so manchen Teilen Griechenlands aber ein angestrebtes Ideal. In Athen beispielsweise war die Päderastie, eine Form der Knabenliebe, nicht nur erlaubt, sondern auch begehrenswert. Der durchtrainierte junge Körper war nicht nur Schönheitsideal, sondern auch Gipfel der Männlichkeit. Am besten veranschaulichte das der Gott Adonis selbst. Ein Blick auf die antiken Statuen genügt und wir erkennen an den zumeist nackt dargestellten Männern pralle Brustmuskeln und wohlgeformte Waden. Nicht umsonst heißt der heutige Bodybuilding-Wettkampf Mr. Olympia. Der nackte Körper war nichts, dessen man sich hätte schämen müssen und so normal, dass die Männer unbekleidet zum Training gingen. Das griechische Wort Gymnos, das sich im deutschen Gymnasium und im englischen Wort für Sporthalle wiederfindet, bedeutet übersetzt nichts anderes als nackt. Die Sportlichkeit der Frauen hingegen wurde lange Zeit durch die sorgfältige Ausarbeitung ihrer Kleider dargestellt. Zumindest bis zum 4. Jahrhundert vor Christus, als der Bildhauer Praxiteles seine Aphrodite von den Kleidern befreite. Mit der Göttin der Liebe waren die freien Brüste nun angesagt. Griechische Töpferware war bei den Römern schon lange vor ihrer Invasion des griechischen Reiches im 2. Jahrhundert nach Christus sehr beliebt. Oftmals zeigten sie Frauen mit Dildos oder nach oben gerichteten Phallus-Symbolen, während sie sich selbst auf die unterschiedlichsten Objekte bückten. Doch so sehr die Römer auch die griechische Kunst und Kreativität schätzten, waren sie selbst kein Kind von Traurigkeit und feierten zugunsten Bacchus, ihrem Gott des Weines und der Lust, oftmals tagelang. Jedoch unterschieden sich ihre Vorstellungen von Männlichkeit deutlich von denen der Griechen. Zwar drückten sie im Falle homosexueller Liebe ein Auge zu, doch der wahre Mann war der Krieger und demnach immer dominant. Dass der Mann für das Vergnügen der Frau etwas tun müsse, galt als erniedrigend. Erst in der späteren Geschichte des Römischen Reiches sollten sich die Frauen mit der Erfindung des Dildos einer größeren Freiheit erfreuen. Die in Pompeji entdeckten pornografischen Darstellungen in einem der ältesten Bordelle der Welt erzählen hingegen eine ganz andere Geschichte.
Historiker berichten uns von Sexkabinen, deren Innenleben kein Vorhang vor den Augen der Öffentlichkeit schützte und deren Wände viele ausdrucksstarke Bilder zierten. Diese Graffitis zeigen häufig die Reiterstellung, die wohl die beliebteste Stellung dieser Zeit war. Moderne Sexualforscher argumentieren aus einer anatomischen Perspektive, dass diese Position besonders lusterregend für die Frau sei. Vielleicht haben die Frauen den Sex dann doch mehr genossen, als es ihnen die sozialen Konventionen offiziell erlaubten. Der römische Mann konnte Sex haben, wann, wie und wo immer er wollte. Zumindest solange er keinen Ehebruch beging. Sklaven und Prostituierte zählen dabei natürlich nicht. Für einen Sklaven war es unmöglich zu heiraten und man konnte nicht gleichzeitig Prostituierte und Ehefrau sein. Wenn ein Mann Ehebruch beging, so hatte er zumindest mit einer schweren Geldstrafe zu rechnen. Manche Kaiser erlaubten dem Geschädigten, den Übeltäter im Gegenzug zu töten. Die einzige Bedingung war, dass er sich danach von seiner Frau scheiden ließ. Abgesehen von Prostituierten sollte die römische Frau, zumindest offiziell, keusch und züchtig bleiben. Sie war schließlich Eigentum des Mannes. Doch ohne Zweifel waren auch Frauen auf der Suche nach sexueller Befriedigung, die sie in ihrer Ehe vielleicht nicht ausreichend bekamen. Die römische Frauenfeindlichkeit wurde vor allem in Kriegszeiten deutlich. Als zum Beispiel die Legionen des Paulinus Britannien im 1. Jahrhundert nach Christus verwüsteten, peitschten sie die Königin Boudica aus und vergewaltigten ihre Töchter. Sex war einer der Eckpfeiler der griechischen und römischen Religion. Er war eine natürliche Kraft, von der selbst die Götter in den Bann gezogen worden sind. Sexuelle Darstellungen in Kunst und Philosophie orientierten sich an dem Wechselspiel von Versuchung und Notwendigkeit, Verlangen und Kontrolle. Ungefähr zur gleichen Zeit sollte eine ähnliche Philosophie das antike Indien erreichen und im Hinduismus eine sehr viel tiefergehende Glaubwürdigkeit finden. Das wohl bekannteste Beispiel für Sex als Mittelpunkt von Gesellschaft und Kultur des Orients findet man im Kamasutra. Der Autor Vatsyayana war ein Freigeist des 2. Jahrhunderts. Er entstammte einer reichen Familie und besaß deswegen die Freiheit, sein Leben mit dem Studium der 4 Sutras des Hinduismus zu verbringen. Er war Teil der indischen Tradition, die das Wissen für die Nachwelt erhalten sollte. Kunst und Wissenschaft florierten in dieser Zeit und so war es von großer Bedeutung, dieses Wissen auch zu verschriftlichen. Die Sutras waren allumfassende Prinzipien, die, wie Fäden einen Teppich, auch das Leben zusammenhielten. In diesem Sinne ist auch das Kamasutra eine Anleitung zum tugendhaften Leben mit den Weisheiten zum Glücklichwerden. Gedacht war das Buch für den hochgebildeten Leser, da es in Sanskrit geschrieben war. In erster Hinsicht war es ein Handbuch für Lebemänner. Mit hohem Detailreichtum untersucht das Kamasutra zunächst, was Begierde auslöst, wie sie erhalten bleibt und schließlich wie und wann Begierde gut oder böse ist. Seine 7 Kapitel umfassen das soziale Leben, das Umwerben und die Hochzeit, außereheliche Beziehungen, Kurtisanen und ihre Eigenheiten sowie Ratschläge für die Verbesserung der Attraktivität. Erst dann nimmt sich das Buch einer genauen Analyse der verschiedenen Sexpositionen und Techniken an. Die Natur des sexuellen Vergnügens steht am Beginn des Buches. Ein guter Liebhaber sollte zuallererst für den richtigen Ort zum Geschlechtsverkehr sorgen. Ist es besser im Haus oder doch im Garten? Was für ein Mann bist du und was für eine Frau ist sie? Und zu welcher Zeit des Tages? Die Stimmung war dabei genauso wichtig wie beispielsweise die Kunst der Umarmung. Es gibt verschiedene Arten, sich gegenseitig zu halten, genauso wie es unterschiedliche Techniken für das Erwachen der Lust gibt. Darunter zum Beispiel Beißen, Lecken und Kratzen. Das Kamasutra behandelt Frau und Mann gleichermaßen. Es sagt, was auch immer dein Partner mit dir macht, das darfst du auch mit ihm tun. Und das umfasst ebenfalls einen leichten Schlag auf den Hintern. Zwar verliert das Buch kein Wort über die Existenz der Klitoris, doch für Vatsyayana haben Männer und Frauen dasselbe sexuelle Verlangen. Und so sollte ein Mann immer sanft und gefühlvoll die Yoni der Frau streicheln. Yoni war ein typischer Begriff für die Vulva der Frau. Zwar war das Kamasutra ursprünglich für Männer geschrieben, doch schon bald wurde es in vielen Studien über Sexualität mit einbezogen. Es könnte sogar sein, dass einige Frauen in Indien diese Lehren zu sehr verinnerlicht haben. So wollte sich ein Mann aus Mumbai von seiner Frau scheiden lassen, weil sie, Zitat, einen überhöhten und nicht zu sättigenden Appetit für Sex besitzt. Von der besagten Frau hat man bis heute keinen Widerspruch gehört. Zum Thema Sex und Ehe befürwortet das Kamasutra zwar keineswegs den Ehebruch, jedoch spricht es von Situationen, in denen es erlaubt sein sollte.
Besonders für Frauen waren Prostitution und Kurtisanenschaft ein möglicher Weg zur finanziellen Unabhängigkeit und eigenen Freiheit. Das Kamasutra und besonders der Hinduismus suchten und fanden die Rechtfertigung der menschlichen Lust bei den Göttern. Shiva hatte beispielsweise eine Familie und Krishna verführte mehrere Kuhhirtinnen, von denen so manche verheiratet waren. Okay, fassen wir kurz zusammen. In Bezug auf Sex gab es viele ähnliche Vorstellungen in allen Teilen der antiken Welt. Auf jeden Fall existierte der Gedanke an die spirituelle Vereinigung von Geschlechtsverkehr und Vergnügen, auch wenn die römischen und griechischen Traditionen etwas weniger von den sexuellen Bedürfnissen der Frauen wussten. Indische Tempel zeigen eine große Zahl an miteinander schlafenden Pärchen oder Männer, die ihre Kurtisanen lieben. Genauso wie die großen Phallus-Symbole an den Mauern der Bordelle von Pompeji. Doch in keiner dieser Gesellschaften war Sex ohne Grenzen. Vielmehr wurden sie zwischen den natürlichen Bedürfnissen und dem notwendigen Akt auf individuelle Art und Weise gezogen. All das würde sich jedoch mit dem Niedergang der antiken Reiche und dem Aufkommen der neuen großen Weltreligionen ändern. Und welche spannenden Themen euch in dieser Staffel über die Geschichte des Sex noch erwarten, erfahrt ihr hier oben hinter dem i in unserem Einführungsvideo. Bevor wir das Licht für das dunkle Zeitalter des Sex dimmen, lasst uns einmal über folgende Fragen nachdenken. Ist Sex so natürlich, dass es mit religiös-spirituellen Konzepten des Kosmos vergleichbar ist? Oder sind Verlangen und Religion vielmehr zwei voneinander getrennte Konstrukte? Eure Gedanken, eure schmutzigen Gedanken in die Kommentare und vergesst nicht einfach Geschichte zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben über die Geschichte des Sex und so weiter und unsere anderen Themen natürlich. Ansonsten war's das von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.